Hallo, hier ist André Voran, professioneller Flötist und Saxophonist. In diesem Video zeige ich eine tolle Übung für Querflöte, die hilft dir, deinen Flötensound ganz schnell zu verbessern. Diese Übung ist im Prinzip ganz einfach. Man muss tiefe Töne auf der Querflöte, und zwar C, Cis, D und falls du H-Fuß hast, auch das H, mehrmals überblasen. Beim Überblasen bekommst du die Töne aus der Obertonreihe. Was sind die Obertöne? Obertöne sind die Töne, die zusammen mit dem Grundton klingen. Die sind aber viel leiser als der Grundton und deswegen werden nicht als richtige Töne, sondern nur als Klangfarbe wahrgenommen. Zuerst bekommen wir eine Oktave, C2. Dann kommt G2, eine Quinte. Dann kommt wieder das C. C3 und danach kommt ein E3 und G3. Ja, also Terz und Quinte entsprechend. Die erste Übung, wir spielen lange einzelne Töne. Tempo 40 und jeden Ton 4 langsame Schläge aushalten. Ich zeige einige weitere Varianten von dieser Übung. Diese Übung ist ganz gut für Gehörentwicklung. Versuch mal, jeden nächsten Ton erstmal vorstellen und erst dann spielen. Außerdem kannst du die überblasenen Töne mit normalen gegriffenen Noten vergleichen. Diese weitere Variante ist auch gutes Training für den kleinen Finger. Diese Übung ist auch für die Atmung ganz gut. Du sollst versuchen, auch die hohen Töne ohne zu große Lippenspannung zu bekommen, sondern gut stützen.
Und jetzt eine kleine kreative Aufgabe. Versuch mal nur mit einem Griff eine Fanfare zu komponieren oder zu improvisieren. Das war's für heute. Noch mehr Übungen für Querflöte und Saxophon auf meinem Kanal. Also am besten jetzt abonnieren. Und letzter Tipp: Jede Übung ist nur dann gut, wenn man regelmäßig übt. Und regelmäßig heißt jeden Tag dein Lieblingsinstrument spielen. Tschüss und bis bald.